Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge des 22 PS5 hier auf Ortballerraum. Ja, zur zweiten Folge heute. Ja, am Sonntag, hätte man ja gesagt, Samstag. Es ist leider schon Sonntag, ne? Ja, Mission ist erfüllt. Zurückgeben können wir aber das Gerät jetzt noch nicht. Darum habe ich das heute früh nicht mehr abgeschlossen, weil wir haben ja jetzt hier noch 319 Liter Pflanzenschutzmittel drin. Was ich gesehen hatte bei den Missionen, gab es doch noch eine zum Spritzen, ne? Oder? Es gibt noch Feld 23 Spritzen. Wo ist denn Feld 23? Feld 23. Naja, da wird unser Spritzmittel nicht reichen. Jetzt da hochfahren extra. Wir müssen da hin. Wir fahren erstmal Richtung Shop. Aber die 319 Liter Spritzmittel werden für das Feld nicht reichen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das wird eindeutig zu wenig sein. Aber wir können jetzt die Mission nicht abschließen, weil wenn wir jetzt, dann ist ja das Spritzmittel auch weg. Und wenn, dann möchte ich schon den Tank ausladen. Der kann auch am Shop doch stehen bleiben, weil wie gesagt, eine Spritze selber besitzen wir ja nicht mehr. Ja. Verkauft. Und wenn wir irgendwas mit Spritzen machen, dann werden wir uns ja eine Spritze mieten. Deshalb können wir den Container auch am Shop stehen lassen. Ist das Feld hier am Rand weg von der Kalktextur? Ich denke mal, da wird unser Düngerstreuer dort irgendwas hingestreut haben, oder? Ja klar, der haut jetzt Dünger raus, das gibt's doch gar nicht. Das ist doch furchtbar mit den Helfern. Weil er gehört uns das Feld hier unten gar nicht hier. Feld. Wo hat er denn jetzt gedüngt? Wo stehe ich denn jetzt? Hier, Feld 27, wo den Streifen jetzt hier mit gedüngt hat. Sieht man das jetzt hier? Unkraut ausmachen. Ja genau, hier hat er lang gedüngt. Hier hat er auch lang gedüngt, die Ecke. Meine, unser Feld ist ja komplett gedüngt hier. Würde versucht haben, hier drüben zu düngen. Müssten wir uns gleich beschweren. Brauchen wir ja, kriegen wir ganzes Big Bag zurück, ne? Apropos Big Bag zurück. Na gut, wir füllen auf. Wir brauchen zwar eigentlich jetzt die Saison für unsere Felder nicht mehr. So sehr viel Dünger wird nicht raus gewesen sein jetzt, aber ist eigentlich nicht richtig, wenn der Helfer hier fremde Felder düngt, nicht mal unsere, ne? Nee, die Spritze haben wir ja noch gar nicht verkauft. Die steht ja noch da. Aber wir hatten doch schon die Hacke gekauft, oder nicht?
Oder wollten wir das nur machen? Ne, wir haben ja bei den Striegeln bloß den Striegel drin. Ach, die Hacke habe ich mir auf dem Multiplayer-Spielstand gekauft, ne? Da hat man natürlich die Rubicon nicht mieten müssen, ne? Jetzt hier noch was drin an Spritzmitteln. Da wäre auch noch genug Spritzmittel drin gewesen. Ja, so ist das. Das ist die Frage. Und was war in der Rubicon jetzt noch drin? 319. Wird man zwei Behälter hier rauskriegen, ne? Dann fahren wir am Hof vorbei und tun dort die Spritze leer machen. Wir haben auf dem PC, auf Twitch, haben wir im Livestream die Hacke gekauft und haben die Felder gehackt, ne? Er ist glatt verwechselt hier. Weil werde ich hier auch machen, ich werde auch hier die Spritze verkaufen, das ist richtig, und werden wir auch die Hacke kaufen. Weil ich habe eigentlich mit dem Striegel die erste Wachstumsstufe und mit der Spritze in der zweiten mit der Hacke in der zweiten Wachstumsstufe kann ich das Unkraut beseitigen. Das kriegt man auch von der Zeit her eigentlich gebacken. Also theoretisch müssten wir unsere Felder nicht spritzen. Und Spritze, wenn ich Spritze einsetze, habe ich doch, glaube ich, auch etwas Ernteverluste, wenn ich mich nicht täusche, ne? So, da steht er. Gut, dann müssen wir aber auch nicht zum Shop. Dann können wir hier die Mission abschließen. Könnten natürlich dann doch noch die andere Mission machen, da wir ja noch genug Spritzmittel haben. Ne? Die auf der 23 tun wir akzeptieren. Und die schließen wir ab. Ups, bin ich rausgefallen aus der Spritze, ist klar. So, und da werden wir mit ihnen hier hochfahren. Abzüglich Spritze haben wir jetzt noch 18.000 bekommen. Natürlich gehen noch mal knapp 5.000 runter für die Spritzmittel. Ne? So, dass wir dann im Endeffekt 13.000 verdient haben, ne? Ist jetzt so nicht ganz schlecht, ne? Zumal für die Arbeitsbreite. Aber den Düngerstreuer, dass der einfach dann was raushaut, wenn er an einem Feld vorbeifährt, was nicht gedüngt ist und was uns nicht gehört, ist eigentlich, ja, glaube ich, irgendwo nicht richtig, ne? Weil ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich auf freie Fahrt gestellt habe. Wenn ich ihn jetzt mit Feldarbeit losgeschickt hätte, würde das immer noch anders aussehen, aber das dürfte er trotzdem nicht bei fremden Feldern machen, bin ich der Meinung.
Ob wir es noch berghoch schaffen, jo. Dann fahren wir ja klar ohne Wiese, oder? Kennen wir nicht. Texturtechnisch ganz schlecht zu sehen, ne? Mal Helfer einsetzen. Ich wüsste nämlich nicht, wo mir denn Sinn. Ist hier überhaupt Unkraut drauf? Doch. Ihr sagt aber eigentlich auch genauso Unkraut klein und Striegel, ne? Oh, hier müssen wir dann einmal querfahren, aber... Das ist nicht das Problem, aber ja auch Unkraut klein und Spiegel. Ich denke mal, wir sehen es dann hier nur über die Map. Halt dahin. Müssen wir natürlich das Unkraut anschalten, ne? Fahren wir vorne dann einmal quer zum Schluss, das sollte das passen. Am längsten dauert hier wirklich dann fast das Herfahren, ne? Werden wir uns gleich mal hier unten das Vorgewände von dort aus schnappen. Doch, doch, ich habe leider Zugang zu diesem Land. Hier haben wir jetzt. Ja gut, müssen wir noch hochfahren. Hat sich einer gemerkt, wie viel Spritzmittel wir drin hatten? Nee. Ob die 319 Liter? Nee, die hätte glaube ich nicht gereicht. Natürlich mit der Rubicon einmal hin, einmal her, wären wir fertig gewesen, ne? Fertig. Halt. Dann klappen. Ja, lassen wir sie gleich am Shop stehen, die Spritze. Und nehmen wir sie mit zum Hof zurück. So, erstmal abschließen. Ja, die Felder ansehen. Wir müssten einmal Hafer machen, wir müssten einmal Sorghumhirse machen und wir müssten einmal Zuckerrüben machen. Zuckerrüben können wir, glaube ich, unserer Maschine gar nicht machen. Oder nicht nur glaube, die können wir mit unserer Maschine nicht machen. Weil wir haben es jetzt 14.19 Uhr in-game, ne? Weil jetzt schon, ja, schlafen gehen, die Nacht überspringen, ist glaube ich auch noch nicht so günstig. Klar wird es gehen, ne?
Aber ist eigentlich noch ein bisschen früh, oder? Feld 44. Muss doch eins hier unten sein. Ach, 44 ist hier drüben. Boah. Ja, selbst wenn wir Saatgut brauchen, das können wir ja eigentlich alles relativ problemlos lösen. Ne? Machen wir auch. Wir werden den Vertrag akzeptieren. Natürlich mit Geräte ausleihen. Aber wir werden nicht den Wald dran nehmen, den wir dort kriegen. Wir nehmen hier gleich unseren Glas. Das sollte definitiv reichen. 612 Euro kriegen wir abgezogen. Ist nicht ganz das Problem. Wir müssen noch ein bisschen noch Saatgut kaufen. War nicht so schlimm. Aber wir werden die Mission machen. Jetzt weiß ich gar nicht, kann ich die Maschine jetzt schon auffüllen? Ne, die muss ich dann richtig anhängen, ne? Um die aufzufüllen. Da kaufen wir noch zwei Big Bag Saatgut. Nicht 8, 2. Ach doch, Sämaschine lässt sich schon erfüllen, okay. Aber wie gesagt, wir werden nicht Dünger mitnehmen. Das ist ja eine Mission, ne? So, hier wird noch angekuppelt und dann würde ich sagen, dann starten wir hier am Montag mit Rüben ansehen, ne? Wir werden hier ein Vorgewende machen und dann werden wir versuchen, den Übersatz oder den Keil hier vom Feld ein bisschen raus zu arbeiten, so dass wir vielleicht etwas besser hantieren können. Muss ich die nicht zusammenklappen? Ja, erstmal müssen wir noch Rüben auswählen. Ich muss die Maschine aufklappen, genau. So sieht das besser aus. Ja, wie gesagt, so werden wir dann morgen zum Montag starten. Ich sag mal natürlich noch einen schönen Sonntag und morgen 16 Uhr machen wir weiter. Bis dahin und tschüss.